Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Derby mit Jürgen Klopp und Michael Zorc. Der Sportdirektor hatte gerade darauf aufmerksam gemacht, dass die Stimmung hier zu gut sei. Ich bin der Meinung, die kann nicht zu gut sein, sofern darunter nicht die Konzentration leidet. Also ich hoffe, das ist bei Ihnen, er hat ja wahrscheinlich nur Sie gemeint, sonst kann das ja nicht in irgendeiner Form jemanden betreffen. Wir haben natürlich am Freitagabend ein ausverkauftes Stadion, 80.720 im Signal Iduna Park. Der FC Schalke 04 hat natürlich, wie immer, das komplette Kontingent von gut 8.000 Karten abgenommen. Das ist gar keine Frage und ich möchte vielleicht noch einen Hinweis geben. Wir haben gemeinsam, wie auch unser Gegner, nochmal den Appell an die Fans auf unserer Homepage gesetzt, der gemeinsam erarbeitet worden ist. Ich freue mich, dass sich unsere Fanbeauftragten Petra Stücker und Jens Volke hier haben, der gemeinsam erarbeitet worden ist unter dem Motto, lasst euch das Derby nicht wegnehmen oder holt euch das Derby zurück, sprich der Appell an die sportliche und vor allen Dingen an die Fairness der Fans, was dieses Spiel angeht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn Sie das Thema noch mal aufgreifen mögen. Da sind einige wirklich gute Argumente aufgeschrieben, um dieses Spiel zu einem echten Fußballerlebnis werden zu lassen. Ansonsten, Jürgen, denke ich, ist es an deiner Mannschaft, an unserer Mannschaft, alles dafür zu tun, dass die Fans zufrieden sein werden. Ich glaube, auch wenn im Umfeld hier so eine sehr gute Stimmung herrscht, ich denke, wenn man das richtig beobachtet hat, dass deine Mannschaft voll konzentriert ist auf dieses Spiel und dass du keine besonderen Maßnahmen treffen musst, um nochmal auf die Bedeutung hinzuweisen. Vielleicht sagst du zu dem Thema was, weil man manchmal in der Öffentlichkeit den Eindruck hier gewinnen könnte, als sei der BVB, weil wir ein paar Punkte mehr haben, schon auf der Siegerstraße. Ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Einschätzung. Vielleicht sagst du auch noch was zum Personellen, was die Mannschaft angeht. Und dann, dann höre ich auch schon auf. Ja. Bitte schön. Also Josef hat das Derby-Fieber schon gepackt. Schön. Das waren 12 Minuten 13. Ich werde das prüfen. Ja. Das war eine Boris-Ruppert-Frage. Ja, eigentlich war es gar keine Frage. Da waren auch Fragen drin. Ja. 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 So, wir haben. Ich habe tatsächlich nicht den Eindruck, dass ich meiner Mannschaft gegenüber die Bedeutung dieses Spiels nochmal vor Augen führen müsste. Der Grund dafür ist naheliegend. Ist noch nicht so lange her, dass wir das erste Derby in der Saison gespielt haben. Das war natürlich für uns ein richtig gutes Spiel, keine Frage. Die Auswirkung dieses Spiels war aber noch viel besser, wenn ich ehrlich bin. Es war wirklich außergewöhnlich. Der Empfang, der uns damals hier bereitet wurde, der hat die Spieler richtig nochmal gefangen genommen, dieser Empfang. Das heißt, so tatsächlich nochmal aufgezeigt, wie besonders dieser Verein ist. Und das allein reicht, um klarzumachen, wie wichtig dieses Spiel ist, jenseits der normalen Situation, dass wir vor einem Bundesligaspiel stehen, das per se schon wichtig genug ist. Wir haben ja keine perfekte Woche bisher gehabt, das kann man sicher so sagen. Wir müssen umstellen auf der Innenverteidigerposition. Was wir ja direkt nach dem Spiel gesagt haben, und davon sind wir alle zu 100% überzeugt, kein Problem darstellt, weil eben Felipe Santana ist und wir ihn jeden Tag im Training vor Augen haben. Und ich häufig genug gesagt habe, der größte Härtefall, wir haben einige Härtefälle immer mal wieder, aber der größte ist tatsächlich Felipe mit seiner Qualität und so wenig Einsätzen. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, er hat schon 51 Bundesligaspiele gemacht, das ist ja gar nicht so wenig. Da war ich dann einigermaßen zufrieden mit. Aber das Problem ist, dass Philipp nicht trainieren konnte bis heute. Und wir gestern natürlich doch eine wichtige Einheit hatten, wo wir versucht haben, im 11 gegen 11 ein paar Dinge auch so darzustellen, wie wir sie erwarten.
von uns, aber natürlich auch vom Gegner warten können, wobei sich das im Laufe der Woche noch mal ein bisschen schwieriger dargestellt hat, weil wir natürlich nicht wahnsinnig viel über die Aufstellung sagen können. Und da war Philipp nicht dabei, das ist nicht so günstig. Aber wir haben die heutige Einheit, die diesbezüglich nicht so viel Aufschlüsse bringen wird, aber ich denke, wir werden morgen früh noch mal uns um ein paar taktische Dinge kümmern, um dann das Ganze, ja, ein bisschen besser darzustellen, abgestimmter darzustellen. Die beiden verstehen sich prima, Mats und Tele, und das wird auch auf dem Platz funktionieren, aber es wird natürlich, wir trainieren nicht zum Selbstzweck, es hätte schon geholfen, wenn wir das auch mal hätten machen können. Das Gleiche, nicht ganz so dramatisch, weil er häufiger schon gespielt hat, gilt aber für Kuba, der auch bis gestern nicht trainiert hat. Die beiden hatten eine relativ starke Erkältung. Die Blutwerte waren von Anfang an in Ordnung, also das ist jetzt nicht so, dass sie großartig geschwächt werden. Wir haben sie nur von der Mannschaft ferngehalten, damit sie da nicht ihren Schnupfen durch die Truppe tragen. Das hätten wir jetzt nicht zwingend gebrauchen können. Aber sie haben schon belastet. Ja, das ist also, das wird jetzt körperlich, denke ich, kein Problem darstellen. Sie müssen heute beide wieder können. Wenn das so ist, haben wir da eine relativ gute Situation, weil eben ansonsten nichts dazugekommen ist an verletzten Spielern bis heute. Und ich hoffe natürlich, dass das so bleibt. Zum Spiel. Die Vorlage hat Josef ja auch schon geliefert. Mir ist jetzt nicht aufgefallen. Also das ist, zumindest hat man mir das noch nicht häufig gesagt, die Öffentlichkeit, dass wir schon gewonnen hätten. Aber es ist sicher eine völlig außergewöhnliche Situation, dass Mannschaften, die von der Qualität her nicht so weit auseinander sind und vor der Saison sicher auch, wenn überhaupt, ein Unterschied ausgemacht wurde, dann wahrscheinlich eher in die andere Richtung, dass Schalke vor uns steht. Das ist jetzt nicht eingetreten. Wir haben einen relativ großen Vorsprung. Das ist außergewöhnlich. Und dass dann zwei Mannschaften aufeinandertreffen in einem Derby, das von den Jungs ja auch direkt, von meinen Spielern direkt nach dem Spiel schon so eingeschätzt wurde, wie es eben auch ist. Es ist eine 50-50-Situation, wie jedes Fußballspiel, aber dieses ganz speziell. Ausgangsvoraussetzungen zählen da nicht, sondern nur Verhalten im Spiel. Auch Streifenhemden schützen nicht vor Klingeltönen. Und dementsprechend muss man sagen, es sind sehr, sehr viele Vorteile auf Seiten der Schalker. Das ist einfach so. Und es ist immer, ich denke, leichter, wenn die Qualität da ist, und die sind Schalke ja unbestritten da, aus so einer negativen Erwartungshaltung heraus positiv zu überraschen. Wen sollten wir positiv überraschen an diesem Wochenende? Das ist für uns nicht so leicht. Aber das haben wir bewusst schon zu Beginn der Woche thematisiert. Und deshalb heißt es für uns auch ganz klar, die Herangehensweise, wir wollen uns wehren mit allem, was uns zur Verfügung steht. Gegen diese Vorteile, die da auf Schalker Seite sind. Kein Grund daran zu zweifeln, dass meine Mannschaft dazu bereit ist. Aber es wird ein super schweres, es ist eine super schwere Aufgabe, das denke ich, ist jedem klar. Aber wir sind uns eben der Großartigkeit der Chance auch bewusst, die da drin steckt. Nämlich unseren Fans, und es gab es glaube ich schon eine ganze Weile nicht mehr, den zweiten Derby-Sieg in einer Saison zu bescheren. Sie werden ihren Teil dazu beitragen, da bin ich mir ganz sicher, das wird eine außergewöhnliche Atmosphäre sein. Ich hoffe natürlich, dass das komplett friedlich abläuft. Ich meine, der Spruch, holt euch das Derby zurück, beinhaltet mit Sicherheit ja auch, was selbst Kevin gesagt hat, er möchte dieses Erlebnis zweimal im Jahr haben, und es geht uns allen so. Ja, das ist ein außergewöhnliches Fußballspiel, das den Fußball so sehr in den Mittelpunkt rückt, wie fast sonst nichts anderes. Und das macht besonders großen Spaß. Da ist richtig Druck drin, allerdings für beide Mannschaften. Und wir sind gewillt, dem Stand zu halten. Dankeschön.